Heute geht es um ein Thema, das jeder von uns kennt. Die Instandhaltung. Aber keine Sorge, wir werden keine langweiligen Anleitungen zum Ölwechsel oder Reifenwechsel geben. Stattdessen zeigen wir euch, wie ihr mit unseren Apps eure Instandhaltungsprozesse ganz einfach und effizient managen könnt. Wir präsentieren euch den Instandhaltungskalender und den Ausführungskalender. Diese beiden Apps werden euch immer helfen, den Überblick über eure Termine und Vorgänge zu behalten. Und das Beste daran, ihr müsst kein Technikexperte sein, um diese Apps nutzen zu können. Wir führen euch Schritt für Schritt durch den Prozess und am Ende werdet ihr euch fragen, wie ihr jemals ohne diese Apps ausgekommen seid. Also lehnt euch zurück, schnappt euch einen Kaffee und wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr im Video. Hallo zusammen, James hier. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine wilde Fahrt durch die aufregende Welt der Instandhaltungsprozesse. In den letzten beiden Tutorials haben wir gelernt, wie man mit Hilfe der App Planung erstellen wiederkehrende Vorgänge für Wartungen, Funktionskontrollen, Prüfungen und so weiter anlegen und mit der App Ausführungstermin festlegen, die tatsächlichen Termine der Vorgänge eintragen kann. Aber wo können wir jetzt all diese Termine finden? Es wäre wirklich schade, wenn wir unsere Wartungstermine verpassen und unsere Maschinen kaputt gehen würden. Wir brauchen doch unsere Maschinen, oder? Ich meine, was sollen wir sonst mit all diesen Werkzeugen und Schraubenschlüsseln machen? Sie als Dekoration in der Werkstatt verwenden? Sicher nicht. Zum Glück haben wir zwei Kalender für euch. Ja, zwei. Denn wer braucht schon einen Kalender, wenn man zwei haben kann, richtig? Diese Kalender werden euch helfen, den Überblick über all eure wiederkehrenden Vorgänge zu behalten und sicherzustellen, dass ihr keine wichtigen Termine mehr verpasst. Schließlich wollen wir nicht, dass ihr in Schwierigkeiten geratet, oder? Außer natürlich, ihr seid Feuerwehrleute. In diesem Fall seid ihr wahrscheinlich ziemlich gut darin, Schwierigkeiten zu umgehen. Um all eure wiederkehrenden Vorgänge im Blick zu behalten, müsst ihr die App Instandhaltung Kalender öffnen. Hier könnt ihr zwischen der Tages-, Wochen- und Monatsansicht wählen. Und wenn ihr euch jemals verirrt habt, keine Sorge. Der Kalender bietet die Funktion, mit einem Klick auf den heutigen Tag zu springen. Es ist fast wie Zeitreisen, aber ohne all die komplizierten Paradoxien und die Notwendigkeit, einen DeLorean zu besitzen. In der App Instandhaltung Kalender seht ihr jetzt all eure Vorgänge in verschiedenen Farben, je nach Kategorie. Und wenn euch zu viele Vorgänge angezeigt werden, könnt ihr ganz einfach auf einen Legendeneintrag klicken, um ganze Kategorien auszublenden. So einfach ist das. Und wenn ihr euch fragt, was passiert, wenn ihr auf einen Balken im Kalender klickt, nun, dann werdet ihr mit noch mehr hilfreichen Details belohnt. Es ist fast so, als ob wir euch mit all diesem Wissen überschwemmen würden. Aber hey, besser zu viel zu wissen, als zu wenig, oder? Jetzt, wo wir alle unsere wiederkehrenden Vorgänge im Auge behalten, müssen wir uns nur noch um die exakten Ausführungstermine kümmern. Und wenn ihr das selbst einmal ausprobieren wollt, meldet euch einfach in unserer kostenlosen Testarena an. Den Link dazu findet ihr unten in der Folgenbeschreibung oder direkt auf unserer Webseite www.smotive.de. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt diese bitte unten in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und denkt daran, keine Termine verpassen.